man kann sich ja vielleicht dunkel daran erinnern, dass 2020 Funkmasten gebrannt haben in ganz Europa. Jetzt fragt man sich, warum haben Funkmasten gebrannt? Es ist wirklich skurril, weil eine populäre Verschwörungstheorie damals war, dass 5G-Strahlung Corona übertragen könnte. Und genau diese Befürchtung gab es auch in meinem Heimatdorf. Die Telekom wollte da von sich aus einen Funkmast reinstellen, aber mein Dorf wollte das nicht. Und das war ein riesiger Aufreger, das war sogar ein Tagesthemen, weil ich irgendwie erklären musste, was in meinem Dorf da passiert. Und letztendlich haben wir uns dann irgendwie durchgesetzt. Diese Verschwörungstheorie hat sich nicht irgendwie verpufft und die Leute haben gesagt, okay, das war Blödsinn. Einige der Unterstützer dieser Theorie sind jetzt tot. Also vielleicht hatten sie recht, ich weiß es nicht.